Ah, Cricket Green. Wir brauchen einen Plan, und zwar einen guten. Ich halte das nicht mehr länger aus. Wenn ich jetzt nicht jemandem gegen Schienbein treten kann, dann drehe ich hier vollkommen durch. Baby hat einen Autorist. Mir ist gerade blitzartig eine Idee in meinen kleinen Kopf geschossen, die so verrückt ist, dass sie vielleicht sogar funktionieren könnte. Solange es bequem ist, die Erde ist flach und alles andere ist gelogen. Los, schreit mit mir, Familie! Das Problem ist, Lesen benötigt Konzentration und mein Hirn ist dazu nicht geeignet. Da oben herrscht der reinste Affenzirkus. Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Am besten, man nimmt das so hin. Was ist los? Hast du zu viel gegessen? Nein, nur Schuldgefühle. Wenn mein Gehirn nicht durchgehend beschäftigt wird, dreh ich durch. Bitte, Tilly, du kennst doch das Sprichwort. Die Kirschen im Nachbarsgarten schmecken immer viel besser. Los, holen wir uns die Kirschen! Ich glaube nicht, dass du das Sprichwort verstanden hast. Schließ deine Augen, Cricket. Deine Schwester tut jetzt unschöne Dinge. Ist gut. Man nimmt zwei Kekse, eine Tilly-riesige Menge Marshmallows und dann... Wir dürfen nicht reden, aber wir können Zeichensprache benutzen. Was? Ihr könnt keine Zeichensprache? Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh, ich höre ein paar Au weis. Tilly? Versuchen wir das. Angenehm. Oder das. Oder das. Nein, das nicht. Oder das hier. Oh je, ich werde schief angesehen. Mein schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Sag A, Papa. Wenn ich heute eins gelernt habe, dann dass es egal ist, ob ein Donut glasiert, mit Puderzucker bestreut oder mit Streusel verziert ist. Innen drin steckt immer Marmelade. Und Schätzchen, wie fühlst du dich? Als würde ich dazugehören. Oh, Tilly!